Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Und heute kommen wir mal zu dem Video, was ich schon angesprochen hatte, zu dem Special. Und man muss einfach sagen, 2021 steht in den Startlöchern und wir lassen 2020 mal hinter uns. Nicht jedem sind gute Dinge in diesem Jahr 2020 in guter Erinnerung geblieben. Und ich muss aber sagen, mir schon. Und diese Erinnerungen möchte ich gerne mit euch hier teilen. 2020 begann für mich schon relativ gut. Ich habe Ende 2019 habe ich einen Streamer kennengelernt namens Suminox und mit ihm bin ich direkt warm geworden. Wir waren so Faust auf Faust, ihr kennt es, ne? Also wir waren direkt gut zueinander. Und nach einer gewissen Zeit hatte mich Sumi darauf angesprochen, dass er selbst mal Lust hätte, ein Spiel zu entwickeln oder ein Spiel zu machen. Ich bin natürlich der Mensch, ich sag immer, macht nichts Schweres, macht nichts Komplexes, versucht's eher mit Tycoons. Weil ich bringe ja Tycoons, das wisst ihr ja selber. Und ja, er wollte aber direkt einen Simulator. Danke dafür. Und ich bin natürlich kein Scripter und wir haben uns ein Kit aus der Toolbox genommen. Und ja, wir haben es versucht, ein wenig aufzubauen. Das ist der Petcoin Simulator gewesen. Und ihr findet auch unten in der Videobeschreibung zum Beispiel den Link zum Spiel, falls ihr da mal reingucken wollt. Es ist meine Meinung, es ist nicht das Beste, aber für den Anfang, dass man nie mit einem Simulator oder sonstiges in Berührung kam, ist das definitiv schon mal sehr cool gewesen und es hat megamäßig Spaß gemacht. Wir hatten natürlich auch gewisse Komplikationen und alles um und dran, aber die haben wir dann ganz schnell bewältigt bekommen. Und ich bedanke mich bei dir, Sumi, dass du so ein korrekter Typ bist und immer dabei warst, wenn ich irgendwas Gutes hinbekommen habe und wir uns gemeinsam gefreut haben darüber, was man wieder erreicht hat. Ich bedanke mich sehr bei dir. Es gibt zwei Personen, bei denen ich mich natürlich noch ganz, ganz besonders bedanken muss. So muss ich das einfach sagen. Und zwar ist das einmal der Anton und Robo. Ohne diese zwei Personen würden die Videos überhaupt gar nicht da sein. Das heißt, mir wurde bis dato sehr viel geholfen, was in Richtung Scripting geht. Das war vor allem jetzt momentan sehr viel von Anton. Aber ich werde auch jetzt in Zukunft einige Videos machen, die ich durch Robos Hilfe zustande bekomme. Bedeutet, demnächst wird noch sowas erscheinen mit, man läuft über einen Part und dann changed sich das, ja, der Himmel, der Sky und sowas. Das wird demnächst definitiv auch noch kommen. Und ich werde doch mal ein extra Video machen zu Robo sein Tycoon Kit, weil er das nochmal komplett überarbeitet. Dazu wird es auch nochmal ein Video geben. Ich bedanke mich definitiv bei den beiden, weil ohne diese beiden Personen wäre nichts möglich. Das heißt, es wäre nicht möglich, dass ich so viele Robux verdiene. Es wäre nicht möglich, dass ich diese Videos hier machen kann. Es wäre eigentlich nichts möglich. Ich könnte euch nicht mal irgendwas bezahlen. Das heißt, ihr erstellt ja momentan durch meine Tutorials Tycoons oder andere Spiele und ich gehe gerne mal in diese Tycoons rein und gebe da auch Robux aus. Das heißt, jeder von euch hat etwas davon. Und ich kann nur jedem weitergeben, wenn ihr irgendwelche Tycoons erstellt, schickt sie zu mir, ich gucke sie mir an, macht ruhig Gamepässe rein, macht sie nicht überteuert, das ist natürlich klar. Und ich kaufe euch was, um euch zu unterstützen. Das ist ganz klar und das mache ich auch sehr gerne. Und ja, danke euch beiden definitiv, einmal dem Anton und einmal dem Robo, dass ihr mich tatkräftig unterstützt. Ich muss mich natürlich auch noch bei 6 weiteren Personen bedanken. Ich danke jeden Einzelnen natürlich auch von euch, aber dazu kommen wir gleich auch nochmal. Aber bei wem ich mich bedanken muss für das Jahr 2020 ist definitiv Einfacher Start Twitch, Pharos, PlayerTV, JojoCraft HP, Aberok. Bei den 5 Leuten bedanke ich mich erstmal, zu der 6. Person kommen wir gleich. Einfacher Start Twitch ist ein, wie der Name schon sagt, ein Streamer auf Twitch und mit ihm habe ich viel Zeit verbracht, auch in dem Spiel Islands und so weiter und so fort. Es war eine super Zeit, wir haben wirklich sehr viel Spaß gehabt, wir haben viel gelacht und alles drum und dran und wir haben, glaube ich, den größten Shop in Islands aufgemacht, wo, glaube ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie viele es waren, ich glaube über 200 Vending-Maschinen hatten. Und das war schon extrem und die waren alle rappelvoll gefüllt. Das heißt, die Leute konnten dort kaufen und verkaufen und sowas, alles drum und dran. Dankeschön an dich, Einfacher Start, Twitch, für die geile Zeit.
Dann kommen wir auch mal zu Pharos. Pharos kenne ich noch nicht so lange, aber wir hatten auch eine gute Zeit in Islands. Wir haben dort viel gezeugt. Er hat mir viel auch gezeigt von seinen Studiokenntnissen und alles drum und dran, weil er selbst im Studio auch aktiv ist. Er hat mir dort schon einige Spiele gezeigt, worüber ich jetzt aber hier nicht reden möchte. Das soll er selbst mal in seinen Videos ansprechen. War auch ein dufter Typ, auch ein korrekter Typ und das fand ich super. Natürlich kommen wir jetzt auch noch zu Player TV. Player TV müssten jetzt einige schon kennen, vor allem die auf meinem Discord sind. Mit ihm habe ich auch sehr viel Kontakt und mit ihm habe ich auch, oder besser gesagt, ihn kenne ich auch schon seit 2017 oder 18. Und ich habe sehr viele Lumber Tycoon Videos schon mit ihm aufgenommen, aber es waren darunter auch schon Adopt-Me-Videos zum Beispiel, oder ein Adopt-Me-Video hatten wir auch aufgenommen. Es war spaßig, es war definitiv just for fun. Wir haben das Spiel ja nie ernst genommen, oder ja, also wir haben es nie großartig gespielt, um daran Spaß zu haben. Wir haben uns darüber eher belustigt. Heute muss ich sagen, Adopt-Me ist gar nicht mal so blöd, wie viele denken. Weil ich spiele es jetzt momentan selber sehr häufig, dazu kommen wir gleich auch noch. Und ja, ich bedanke mich auch für die geile Zeit, Player. Auch nochmal an dich. Dann kommen wir jetzt noch zu JoJoCraft HP. JoJoCraft HP kennt wahrscheinlich jeder in Roblox Deutschland, muss man einfach so sagen. Mit ihm habe ich auch sehr viel Zeit verbracht, vor allem 2020. Man muss auch sagen, viele wussten das von euch zum Beispiel gar nicht, dass ich in dem 150k-Special von JoJo mit dabei war. Ich war die kleine JoJo-Figur, die da rumgelaufen ist. Ich habe JoJo gespielt in seinem 150k-Special. War auch eine sehr geile Erfahrung. Und man muss einfach sagen, ich bin stolz darauf, dass ich jemanden aus YouTube Deutschland kennt, der so groß ist. Und es freut mich wirklich, dass diese Person nicht einfach jemanden wegkehrt, der ein bisschen weniger Abonnenten hat oder sonstiges oder halt gar kein YouTube macht. Davon hat er auch sehr viele. Und sein Freundeskreis ist riesig. Und das freut mich definitiv, dass ich ein Teil seines Freundeskreises sein kann, mit dem ich auch öfters mal schnacke. Ich sage jetzt mal so, ich nehme das Video gerade am 29.12. auf. Am 31. hätte ich es gar nicht schaffen können. Und es war heute schon ein lustiger Tag, definitiv. Wir waren in irgendeinem Club bei Roblox und sowas. Wir waren nur am Lachen. Und das war definitiv auch wieder ein Highlight für 2020. Und da gibt es natürlich noch Aborok. Mit Aborok habe ich schon sehr viel über Discord geschrieben und geredet, so viel muss man schon mal sagen. Gespielt haben wir jetzt nicht so viel, aber er ist trotzdem jemand, den ich hier erwähnen muss. Wir haben halt so, boah, ich weiß gar nicht mehr, Mitte des Jahres 2020 hat er seinen Simulator veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es genau Mitte 2020 war. Das werde ich natürlich noch extra nachtragen, falls irgendwas anders da sein sollte. Und ja, wir hatten es gezockt, ne? Ich bin ja auch so ein Mensch, ich habe dort auch ein bisschen investiert. Das heißt, wieder ein paar Robux ausgegeben, damit ich einen Creator unterstützen kann. Und er ist ja so gesagt ein Creator. Und ja, ich bereue definitiv keine Minute, mit der ich dir, mit dir geschrieben habe, mit dir auch mal gecallt habe, bereue ich nix. Und vielen Dank für deine Zeit in 2020. So, und ich muss mich nochmal bedanken bei Aborok. Wir hatten, oder er hatte mich vor 3 Wochen mal auf seinem Discord-Server markiert gehabt und dort bin ich mit einer sehr netten Person ins Gespräch gekommen. Diese Person hat mich auch recht schnell angeschrieben gehabt, was mich halt schon irritiert hat, weil ich bin normalerweise kein Mensch, ich nehme keine Freundschaftsanfragen an oder sonstiges. Aber bei ihr war ich mir schon sicher, dass ich es annehmen sollte, weil sie halt auch im Vorhinein im Gespräch schon ziemlich nett war. Und nach einer gewissen Zeit sind wir immer mehr ins Gespräch gekommen. Wir haben viel privat geschrieben und nach einer gewissen Zeit hat sich auch Liebe entwickelt. Das heißt, ich führe momentan auch eine wundervolle Beziehung mit ihr. Wir wohnen zwar nicht direkt nebeneinander oder sonstiges, sie hat mich aber schon besucht und es waren wirklich es war eine wunderschöne Zeit, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und bei mir ist es halt wirklich schon 6 Jahre her, dass ich mal jemanden geliebt habe. 6 Jahre. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich jetzt wieder jemanden an meiner Seite habe, mit dem ich vieles teilen kann, der ich meine Probleme anvertrauen kann oder sonstiges. Das konnte ich eigentlich so gut wie mit nie jemanden. Aber hier ist es jetzt was ganz anderes. Und Schatz, ich weiß ja eh, dass du das hörst. Ich liebe dich. Natürlich muss ich mich noch bei der Discord-Community bedanken, das ist ganz klar. Und darunter sind halt einige Leute, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind 2020 und die immer stets da waren und auch sehr viel geholfen haben. Darunter fällt zum Beispiel Anton, Robo, Commander, Bygolds, Hossa, Rexify, Ronne, LOLBRO, Mappy, Flitzpiepe,
Pudelex, Gigaraffer und Pascalito. Vielen Dank, dass ihr definitiv ein Teil der Community seid und auf dem Discord gejoint seid. Ihr seid wirklich die Besten und es freut mich immer wieder, euch dort zu sehen, wie ihr am Schreiben seid und auch neue Leute kennenlernt. Es ist wirklich wie so eine kleine Familie, die man langsam gegründet hat und die immer weiter wächst. Und dafür bin ich euch sehr dankbar. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuschauern. Die Zuschauer, die diese Videos gucken, denen es hilft und ja, wie soll man sagen, ich bin ziemlich glücklich darüber, dass das so gut ankam und dass wir in diesem Jahr wirklich noch die 1000 Abonnenten geschafft haben. Ich bin mehr als dankbar dafür, was wir alles erleben und dass ich auch vielen Leuten wirklich mit diesen Videos helfen kann für ihre Projekte, um das alles durchzustehen. Vielen Dank, dass ihr diese Videos schaut und mir dies ermöglicht, dass ich auch mein Wissen weitergeben kann. Vielen Dank. Natürlich habe ich dieses Jahr auch einige Spiele entwickelt oder besser gesagt gebaut oder wie man es halt sagen möchte. So genau weiß ich jetzt gerade nicht, wie man es genau ausspricht. Und ja, der erste Tycoon, den ich eigentlich gebaut hatte, war der Space Tycoon dieses Jahr. Der Space Tycoon ist dieses Jahr fertig geworden. Anfang Januar, also 2020, Anfang Januar, ist dieser fertig geworden. Und ja, ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und habe direkt weitergemacht. Das heißt, nach diesem Space Tycoon kam schon der Comic Tycoon. Comic Tycoon, ihr seht jetzt gerade auch ein paar Blicke, so gesagt, wie das Ganze aussieht. Und ja, an dem saß ich, glaube ich, 2-3 Wochen ungefähr, so Pi mal Daumen. Und da habe ich mir natürlich irgendwann gedacht, ich mache jetzt mal den Unicorn Tycoon Rebirth. Also, oder besser gesagt, Unicorn Rebirth Tycoon. Diesen habe ich auch, glaube ich, Mitte des Jahres irgendwann gebaut gehabt. So genau weiß ich jetzt gerade gar nicht. Er kam auch relativ gut an. Da wir ja schon einen Unicorn Tycoon hatten, habe ich mir gedacht, mache ich mal einen Rebirth Tycoon. Ja, nach einer gewissen Zeit kam dann die Dropper Factory Tycoon oder der Dropper Factory Tycoon. Den habe ich auch gebaut, kam jetzt nicht so perfekt an. Ist aber vollkommen in Ordnung, weil man soll auf Roblox das erstellen, worauf man Lust hat und nicht das, was viele Zahlen bringt. Natürlich, bei dem Unicorn Tycoon, Rebirth Tycoon, habe ich mir natürlich gedacht, dass es halt ein bisschen besser ankommt, aber es geht. Es ist definitiv noch okay. Dann habe ich mir überlegt, ich baue jetzt mal kein Tycoon, sondern mal eine Obby und habe eine Obby gebaut, die nennt sich Rooms Obby. Ist ein bisschen verbuggt. Ist das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt so eine Obby gebaut habe. Ja, aber mir hat sie gefallen. Ihr findet natürlich auch alle Spiele unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann habe ich mir nach einer gewissen Zeit auch mal wieder gedacht, ich baue wieder einen neuen Tycoon. Und diesen Tycoon habe ich dann aufgebaut. Und das war ein Skyscraper-Tycoon, der ziemlich gut ankam, muss man sagen. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei 6000 Views oder 7000. Ich weiß jetzt gerade nicht so aus dem Kopf raus. Habe ich auch vorher nicht nachgeguckt. Was heißt, ich habe es nicht nachgeguckt? Klar habe ich nachgeguckt. Aber es kann sich halt wieder ändern. Ne? Wir haben jetzt gerade den 30. Das heißt, ich nehme wirklich Tag für Tag irgendwelche neuen Videos auf, um das Ganze fertig zu bringen. Und ich meine, es waren 6000 Views. Ich will mich darauf nicht festhalten oder festlegen. Das Ganze, also diese ganzen Videos, die ich in dieser Zeit gemacht habe, haben halt wirklich eine Gesamtsumme von 264.000 Views erreicht in diesem Jahr. Was mich halt wirklich stolz macht, weil ich wieder sehe, ich habe wieder was gemacht und es hat Views generiert. Und das kann jeder von euch. Also guckt ruhig meine Videos, guckt ruhig die Tutorials, was eh richtig viele gemacht haben dieses Jahr. Dazu kommen wir aber dann gleich nochmal. Jedes Video muss irgendwann mal enden und auch dieses. Und man muss einfach sagen, 2020 war nicht für jeden gut oder es war einfach nicht perfekt. Es gab wirklich sehr viele Schwierigkeiten dieses Jahr und ich will hoffen, dass nächstes Jahr besser wird. Ich habe hier noch ganz kurz die kleine Auflistung, was mein Kanal in einem Jahr erreicht hat. Ich habe in einem Jahr, habe ich wirklich sage und schreibe, 102.397 Aufrufe geschafft. 4.232 Stunden allein nur an Wiedergabezeit, also wirklich 4.223 Stunden, das ist eine Summe, das ist krass. Und ich habe in der Zeit über 883 Abonnenten gemacht, was wirklich extrem ist. Und dafür bedanke ich mich bei jedem einzelnen von euch für die krasse Summe. Es geht mir auch jetzt, wenn ich das jetzt gleich anspreche, es geht mir nicht darum. Ich habe auch am 21.12. habe ich offiziell die Bestätigung bekommen von YouTube, dass ich jetzt im YouTube-Partnerprogramm bin. Und das heißt, ich kann mit meinen Videos Geld verdienen. Ich sage immer, es geht mir nicht dabei ums Geld. Es wäre natürlich schön, wenn man davon leben könnte. Aber es geht mir nicht ums Geld.
dass ich diese Videos mache oder allgemein diese Zahlen erreicht habe. Es geht mir wirklich einfach darum, dass ich damit Leute erreichen kann, die halt wirklich Hilfe brauchen bei solchen Spielen oder sonstiges. Ich bin einfach froh, dass ich was geschafft habe 2020, was für viele halt nicht möglich war, weil es halt gewisse Krisen gab und alles drum und dran. Und das kann ich auch verstehen. Ihr müsst nach vorne blicken. 2021 steht in den Startlöchern und es wird hoffentlich ein besseres Jahr als 2020. Und ich bin guter Dinge. Ich drücke jeden von euch die Daumen, dass alles besser wird, eurer Familie viel Gesundheit und von meiner Community wünsche ich euch natürlich noch ein frohes neues Jahr. Nehmt eure Familie in den Arm, seid nicht böse auf eure Familie oder sonstiges, das bin ich auch nicht und ich habe mein Kriegsbeil so gesagt begraben dieses Jahr und für mich gibt es keinen Hass mehr, für mich gibt es nur Liebe und die solltet ihr definitiv auch weitergeben. Dann würde ich sagen, bis demnächst, euer Xyrox. Ciao, ciao.